Guck mal, was vermittelt uns dieses Spiel? Wir sehen alle aus wie Supermodels, wenn wir nur genug Zucker, Mehl und Eier kaufen. Was brauchen wir mehr? Puder, Zucker, Mehl und Eier. Willkommen zu Supermarkets. Und die Leute gehen hier im Dunkeln einkaufen, das gibt's doch nicht. Ich hab die Folge beendet, abgespeichert und vergessen den Laden zuzumachen. Moment, Moment. Stopp, halt. Einmal Großmutters Asche, okay. So sieht's ein bisschen aus, oder? Na toll, der bezahlt ja natürlich 1A hier. Sehr schön. So, dann wollen wir mal. Es ist ja noch, okay, da können wir nichts machen. Jetzt brauchen wir das ja nicht mehr. Jetzt füllen wir mal die Regale auf, bevor wir den nächsten Tag einläuten. Ich meine, ich kann auch auflassen eigentlich, oder? Nee, warte mal. Ach nee, ich muss ja an den nächsten Tag starten, aber das ist zu, ne? Ist immer noch zu. Kunden 6. 6 zufriedene Kunden, wow. Also, wir benötigen... Warte, ich habe doch schon ein Einkaufsdingens gemacht. Wir gucken erstmal, was das nochmal war. Ich habe es nämlich vergessen. Ich habe es gesehen. Sie fallen vom Himmel. Gott ist verantwortlich für die hohen Preise. So, dann bringen wir das direkt weg. So, dann haben wir hier Sandwich. Eier. Eier. Du hast Eier. Ich mag Eier. 5 Dollaronen. Noch mehr Sandwich. So, hinstellen. Bedient euch einfach aus den Kisten. Noodles. Ne, halt. Nein, nein, nein. Stell mal auf die Straße. Milch. Kommen wir mal hier rein. Sehr schön. Nein. Tut mir leid, da bin ich jetzt irgendwie total vergesslich wegen dem Karton. Okay, den müssen wir hinstellen. Nochmal Noodles. Dann haben wir sogar Ersatznoodles. Sehr gut. Das ist Käse. 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 Und noch einen Käse holen? Ich meine, wir haben genug. Naja, so genug Geld haben wir eigentlich nicht. Ich mache nochmal den Laden jetzt auf. Und hier ist Wasser. So, Wasser ist... Ja, komm, ist doch alles okay. Ich meine, ich könnte es ja doch nochmal vielleicht zufriedenere Kunden oder so. Drei. Drei. 3,50 ist völlig okay. Käse machen wir 4. Ist mir egal. Eier ist, lassen wir bei 5, ist mir doch egal. Ist mir doch egal hier, ist mir doch egal da. So. Oh, guten Tag, willkommen, willkommen. Ach, ich habe ja hier auch noch. Ja, halt, halt, halt. Kann ich den Müll hier nicht so stapeln? Guten Tag, willkommen zu Tiefspreise. Dankeschön. Kellerpreise, jetzt erst recht. Kauft die gar nichts. Sehr gut. Fünfzehn. Okay. Wasser, Milch. Wir können nochmal Käse holen, nochmal Eier. Oder wir sparen jetzt auf die... Warte mal, Tee könnte ich nochmal holen. Tee. Tee. Eier. Käse. Und Tee. So, dann haben wir wieder eigentlich... Oh. Ja, eine Sekunde. Sehr gut. Also, wir probieren das jetzt mal. Ich gebe jetzt immer einen Cent mehr raus. 1 Cent mehr. 1 Cent mehr. Denn 1 Cent mehr gibt uns gute Reviews. Der Glückscent. Wo alle denken, es sei viel Geld, aber dabei ist nur ein Cent. Und die Leute denken, ich wäre nett. Aber das bin ich eigentlich gar nicht, weil ich will nur ihr Geld. Weil sie bezahlen ja sowieso alle einen Euro mehr.
Also ist dieser 1 Cent verträglich. Ausnahmsweise, Gott sei Dank bin ich nicht Dagobert Duck. Der wäre natürlich sichtlich nicht begeistert davon. Vergesse ich hier eigentlich irgendwas? Nee, ne? Ach, doch, den Glückscent habe ich vergessen. Es sei denn, die sind deswegen angepisst. Aber das werden wir jetzt sehen. Wenn wir mehr Zufriedene haben als sonst, dann werden wir es sehen. Ja, ich sortiere ihr Essen aus von der Straße. Ja, steht draußen rum. Ich bring's rein. Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Alter, stellt euch vor, es gäbe so eine schnelle Kasse. Ich glaube, so. Es gibt ja auch kein Einräumen hier. Das ist natürlich, ne, der Trick irgendwie. Z ist der Trick, denn wie can do this? Ja, ich kann immer noch keinen Key-Ding jetzt benutzen. Kommen Sie, kommen Sie. Boah, der schwarze Tee ist jetzt schon wieder leer. Alter, ihr müsst euch das mal merken, wie es jetzt hier aussieht und wie es bald hier aussehen wird. Bin ja gespannt, wie das so... Ich will eigentlich eine Tankstelle noch haben, das wäre super. Hier, ihr Glückscent, Ma'am, vergessen Sie nicht. Oh, ich bin so... Oh, ist der nett. Okay. Oh, ein Kunde wartet an der Kasse. Ich komme. 10. Oh, guck mal, der hat alle überholt. Zweimal Milch. Ey, so viel Milch haben wir noch nie verkauft. Ich glaube, die Leute werden eher angepisst, immer so viel Pfennige jetzt im Portemonnaie zu haben, wenn die hier sind. Ich brauche so Ladenpfennige, ja? Die haben so Vertrauensmarken. So wie in so... Da hatte ich schon mal eine Apotheke. Das habe ich schon mal erzählt, oder? Sehr schön. Sehr schön. Kein Glückscent für Sie. Jetzt bezahlen Sie alle extra mit der Karte. Damit ich keine Glückscents rausgebe. Nein, nicht schon wieder, bitte. Ich muss den Laden Glückspenny nennen oder so. Und dann findet hier irgendeiner einen Glitch. Sie darf es nicht mehr als ein Penny sein. Weil sonst die Leute... Irgendwie... Ah ja, guck mal, das kostet nur so viel. Wenn ich das zurückerstatte, dann... ne, dann bla 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 bla. Und so weiter. So, was war das nächste Ziel? Wir haben gar kein Ziel, ne? Wir brauchen Level für einen Angestellten. Dann haben wir hier Möbel, wir haben Scheinwerfer. Wir haben so ein Rollwägelchen. Ich brauche so Brillen oder sowas. Ding! Einen Moment, ich bin gleich für Sie da. Ich habe hier noch was zu tun. 500, hier. Ah, die habe ich schon. Ne, habe ich nicht. Erdnussbutter. Aber 400, hallo? Welcher Arm? Ich glaube, das Spiel hat auch gar kein Schwierigkeitslevel, oder? Also nicht so wirklich. Ich will endlich tiefgefrorene Sachen haben. Das wäre super. Oh, Glückscent. Bitteschön. Ich krieg so ein Glückscent. Das ist toll. Und wenn ich im Jahr 100 Mal da eingekauft habe, dann habe ich einen Dollar gewonnen. Ist das nicht schön? Ja, ich muss mal hier irgendwie mein Level steigern. Das geht immer langsamer. Oh Mann, ey. Das wäre Trevor. Wasserflaschen sind so teuer. Willkommen zu Tiefspreise. Hervorragend. Bitteschön. Die Firma dankt. Also wir machen nochmal zu, wenn es ganz dunkel ist. Und dann müssen wir mal gucken, was die neue Lizenz zu bieten hat. Da sehen wir ja, was das braucht.
La 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 la. Guck mal, hier haben wir noch mal ein bisschen was. Kommt noch mal einer. Öl ist auch. Boah, yo, geht doch. 50. Danke, Sie helfen, den Laden zu wachsen. Bald kann ich mir meine Villa leisten. So, also. Ja, keine Ahnung, ich lasse einfach mal auf. Lizenzen, Produktlizenz, Rechnung bezahlen. Ja, wir brauchen Level 10, noch eineinhalb Level ungefähr. Dann gehen wir zum Markt und guck mal. Also, ja, hier ist Mehl und was war das andere? Hä? Was ist denn dann das Mehl? Und hier ist Mehl. Okay, ist ein anderes Mehl. Ist ein teures Mehl. Okay, Olivenöl, Regal. Okay, wir brauchen ein neues Regal. Möbel. Regal. Nee, das machen wir jetzt noch nicht. Wir brauchen Zuckerwasser. Mehr. Vielleicht sind die angepisst, dass die Kartons hier rumstehen. So. So schön aufräumen. Ja, so ein bisschen Verschönerung fehlt noch, ne? Also nicht zu viel, halt irgendwie so ein Blumenköbel oder so. An den KIs hängen bleiben können. Nämlich nichts anderes macht sowas. Okay, ich meine, wir können auch währenddessen, ne? Gehen jetzt zum nächsten Tag. Müssen wir eh. So, okay. Ja, es ist egal, ich achte jetzt mal nicht auf die Preise. Also wir brauchen, ich glaube von allem mal eins. Nein, auf die Straße gekippt. Nein, Mount Varonest. Also wie Waren. Da noch rein. Sehr schön. Hier hin. So, dann auch hier hin. Ist das jetzt auf? Nee, ist doch zu. Entschuldigung. Öffnen! So, Zucker. Ja, Zucker, Mehl, Eier. Ich meine, das ist der Ausgang für alles irgendwie. Mehl. Und Schokipicks. Warum steht eigentlich Chucky Pick? Was sind noch Teddybären? Ah, da kommen sie. Ach, ich kann das Licht doch jetzt schon anmachen. Ja, wir wären darauf gekommen. Vielleicht sind die deswegen mal angepisst, weil das Licht aus ist. Willkommen, jetzt habe ich gar nicht auf die. So, jetzt gucken wir nochmal. Also, hier ist ein Cent. Was ist, wenn ich eingebe? 20,01. Nee, es geht gar nicht. Ich meine, ein, zwei, ist ja egal. Willkommen, willkommen. Ich bin stolz, dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Mein Gott.
Ich bin froh, wenn ich jemanden einstellen kann, den ich vollnörgeln kann, dass die Geschäfte nicht gut laufen, dass es keinen Weihnachtsbonus gibt. Tut mir leid, es gibt leider keinen Weihnachtsbonus. Es gibt keinen Weihnachtsbonus. Guck mal, die Milch. Ich muss neue Milch kaufen. Wie wenig das kostet, das zu kaufen. $1.01, bitteschön. Milch. Milch. Sehr schön. Was war da? Eier. Eier und Käse noch. So, dann haben wir das auch. Dankeschön, Dankeschön. Bitteschön. Ja, wie viel schwarzen Tee kann man haben? Viel, bitte. Etwas viel schwarzen Tee, das wäre doch wunderschön. Denn wir können das doch gut gebrauchen. Ich habe den Glückshand vergessen, das tut mir leid. Der ist aber klein. Er ist klein, aber auch fein. Oh nein. So. Okay, sehr gut. Dann wollen wir jetzt mal... Was? Wir haben nur eine Chocki-Pick verkauft? Und Nudeln? Auch nur eine? Nochmal zwei Toast? Natürlich, Toast geht immer weg. Eigentlich müsste ich Toast so teuer machen. Okay, was ist eigentlich hier mit den Preisen? Ja, ich meine, ich kann ja mal 7 machen. Eier, ja? Aber nur die Bio-Eier, bitte. Guck mal, 300. So, jetzt... Ja, immer noch 300. Jetzt muss ich mal... Pass auf, wir kaufen jetzt mal das nächste Regal. Und die Rechnung müssen wir auch mal bezahlen. Zwölf. Sehr schön. Regal. Egal, Regal. So, jetzt müssten wir eigentlich mal die nächsten Sachen kaufen können. Ja, egal. Brauch mehr Geld. Es wird knapp. Ja, geht doch. Und schon können wir bestellen. Haben wir schon zu spät? Nee. Jawohl, geht doch. Oh, warte. Nee, lass mal. Ich lass stehen. Nicht, dass die irgendwie... Ich kann die Preise ja dann nicht wirklich festlegen. Dann muss ich hier Centbeträge einführen. Das wird ja dann immer so ein bisschen doof. Bitteschön. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön. So. Die Firma dankt.
Das Puderzeug ist so teuer für mich. Fünfzehn. Nochmal Öl, das geht ja irgendwie gar nicht mehr weg. Es ist auch, kann sein, dass die Auswahl auch jetzt einfach zu groß ist. Mann, der Käse, ne? Das ist den echt immer zu teuer. Gibt's doch nicht. Kauft Käse. Den wunderschönen Käse. Drei, acht. Sehr gut. Oh, wir sind 9. Wir nähern uns dem eingestellten Level. Und, war das jetzt der letzte? Jetzt haben wir 9 PM. 16. So, jetzt aber. Öl. Supreme Floor. Und... Nutella, Muskatnuss. So. Fünf. Dann machen wir 6 draus. Machen wir 7 draus. Und dann machen wir 6 draus. Ja, ist denn bestimmt zu teuer, aber ist mir auch echt egal. Okay, sehr gut. Sollen wir sonst noch irgendwas kaufen? Können wir dann auch noch machen, oder? Ja, auf zum nächsten Tag. Auf geht's. Ne, ich glaube, das mit dem Cent hat nicht... Ne, keine Ahnung. Closed und open. Also, wir brauchen... Kaffee, schwarzer Tee. Und nochmal die neuen Sachen. Wir brauchen mal Basmati-Reis. Oh, geil. Salz. Schwarzer Tee und Kaffee, ne? Kaffee, ole. Kaffee, ole. Das tut so weh. Kaffee, ole. Okay. Salz. Oh, davon brauche ich aber ein bisschen was. Hier ist Basmati-Reis. Dafür habe ich jetzt kein eigenes. Müssen wir jetzt hier auch noch hier oben hin tun. Toll. Jetzt kommen die dann mit ihren 7. 3. Jo, geht. Haut rein, Leute. Kauft, was geht. Jo, die haben wohl alle Salzmangel. Was ist jetzt auf einmal los? Die guten Käufer kommen alle viel zu spät. Ich muss noch die Rechnung bezahlen. Sehr gut. Alter, guck mal, Öl. Olivenöl, Entschuldigung. Olivenöl. Kaufen
Kopf und streckt nochmal. Ich bin froh, dass ich nicht mal so einen blöden LKW aufmachen muss. Das hat ein bisschen genervt bei Gas Station Simulator. Also das waren einfach zu viele Minigames. Es war einfach zu viel irgendwann. Zu viel, zu viel. Zu viel, zu viel. Geht doch. Niemals genug Nutella, oder? Ja, niemals genug. Löblich, löblich. Guck mal, was vermittelt uns dieses Spiel? Wir sehen alle aus wie Supermodels, wenn wir nur genug Zucker, Mehl und Eier kaufen. Was brauchen wir mehr? Puderzucker, Mehl und Eier. Also nicht mal normales Zucker, sondern Puderzucker, ja? Und Nutella nicht vergessen. Und Chocki-Picks. Diät-Chocki-Picks, jetzt im Handel. Esst Chocki-Picks und seh aus wie, Claudia Schiffer. Naja, selbst... Nee, das sind schon andere Maße hier. Das ist ja eher Playboy-Menschen. Menschen. Nee, wie gesagt, die sind alle von Gas Station Simulator. So, dann... Nee, hab ich... Entschuldigung, ich dachte, der hätte mir was gekauft. Wasser, Eier. Ein Tag ist ein halbes Level ungefähr. Ich wette, der ist total langsam im Abkassieren. Aber ich wette, einen Auffüller haben wir dann nicht. Ne, das sind alles Kassierer, glaube ich. Da steht auch, glaube ich, da. Warte mal. Selbstbedienungskasse? Selbstbedienungskasse? Hä? Krass. Bin ich ja mal gespannt. Oh, Bond. James Bond. Nein. Oh. Puh. Das wär's ja, wenn beim falschen Eintippen wir noch irgendwie extra... Na gut, nee, wir würden ja bekommen. Das ist ja das Tolle dabei. Oh, guck mal, wir brauchen Mehl und wir brauchen Puderzucker. Wir brauchen Mehl und wir brauchen Puderzucker. Mehl und Puderzucker. Und den krassen Mehl brauchen wir, glaube ich, auch. Ja, ich bin schon da, keine Sorge. Mach schon mal Licht an. Der schiefe Turm von Lebensmitteln. Ich komme sofort. Muss erst ein bisschen was auffüllen. Hab ich das echt zweimal geholt? Gar nicht gemerkt. Snoo Snoo? Guck mal, haben wir gar nichts mehr. Snoo Snoo. Ja, da steht Susu, ich weiß, aber Snoo Snoo. So, und den hier. Wunderschön. Dankeschön. $2 bitte. Bitteschön, dankeschön. Zuckereier, dankeschön. Rein damit. Sehr schön. Öl, Olivenöl, Öl und Öl. Hm, ich will gerne wissen, was das gibt. Aber bestimmt Griechen oder so. Alles in Öl einlegen. Dankeschön. Oh, guck mal, normaler Mensch. Hallo, das Sir, wie geht's Ihnen? Den haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Der erste vertrauenswürdige Mensch. Der hat mir zugezwinkert. Ich glaube, er will mir irgendwas sagen. Er hat mir Morsecode zugezwinkert wie, Achtung, das ist eine Illusion. Sie sind gefangen und unter Drogen. Sie sind kein Ladenbesitzer. Schau dir mal die Menschen an. Aber ich habe die, ist doch schön anzusehen. So, die Matrix. Ist nicht echt. Nein, wie kommt ihr darauf? Muss ja echt sein. So, jetzt fehlt Basmati-Reis. Salz. Oh, ich hab...
Ich habe die Nudeln noch nicht mal geholt. Ach, scheiße. Ja, ich komme. Dann kann ich mich mal darauf konzentrieren, die Regale aufzufüllen. Ich bräuchte eigentlich noch ein Regal. Ich glaube, das passt nicht mehr so, wie ich das will. Nee, da passt keins mehr rein. Ist die Frage. Es ist die Frage. Was wollen wir denn? Wir haben keine Eier mehr und Milch auch nicht mehr. Ist auch Nutella drin? Wie hieß das? Egal, nehmen wir nochmal. So, nächster Tag. Willkommen. Aber erst nächste Folge, liebe Leute. Nicht vergessen, bis zur nächsten Folge Supermarket. Und ich würde sagen, bis dahin, wenn es wieder heißt, Kellerpreise. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute. Thank you.